jetzt mein erstes Mal zu einem erlegten Tier hergehen. Das ist beeindruckend. Das ist ehrfürchtig. Da zittern die Knie, da zittert der ganze Berg. Man weiß nicht mehr, wo hin und wo vorne ist. Und das ist schon speziell. Das ist auch ein Teil der Motivation, dass man mit dem einen gesunden, guten Umgang kann lernen. Und heute Abend könnt ihr ein bisschen stärker unter Stefan und noch einen auch rein. Am Vorabend des Jagdtages gehört es zum Ritual, dass man gemeinsam bespricht, in welchem Gebiet man jagen möchte. Wenn sich schon andere Jäger im Gebiet aufhalten sollten, hat man so die Möglichkeit auszuweichen. Also für diese Woche, glaube ich, Karl hat noch nichts verloren. Der Gang auf die Jagd beginnt am Morgen früh. Das Jagdgesetz gibt vor, dass Jäger und Hund von der letzten Ortstafel zu Fuß ins Jagdgebiet gelangen müssen. Der Alto, der ist der fünfte Jagdhund, den ich habe. Ich bin Laufhundeführer seit dem Jahr 1971 und habe immer die gleiche Rasse gehabt, die Schweizer. Seit dem schrecklichen Verlust eines ihrer Jagdhunde in früheren Jahren bekommt Alto einen GPS-Sender umgehängt. So weiß man jederzeit, wo er sich befindet und könnte ihm im schlimmsten Fall zu Hilfe eilen. Sobald der Hund geschnallt wird, beginnt er mit der Suche der Geruchsspur. Die Witterungsverhältnisse sind absolut entscheidend. Nächtlicher Schneefall oder Regen kann die Geruchsspur des Hasen für den Hund unauffindbar machen. Alto hat die Geruchsspur sehr schnell gefunden und jagte den Hasen. Dieser kam aber nicht genügend nahe für einen Abschuss an den Jäger heran. Mittlerweile verlor Alto die Spur des Hasen.
So bleibt nichts anderes übrig, als den Jagdhund zurückzurufen. Das ist Liebeschaft. Jetzt gehen wir. Vorher. Jetzt gehen wir. Er ist schon dort außen über die Kanten, aber ich bin gesehen, ob ich einen frischen Sprung finde vom Hase. In der Spur ist in der Autospur ist eine Hasenspur gewesen. Aber zuerst mal ist der Weg rein, wie Plänger sind, wie er den Depot gemacht hat. Und dann hat er noch einmal gestört. Und dann ist der Hase hochgekommen und zack, durch die Steine durch, die Flinte durch die Schnau, durch die Steine durch und fort. Niederjagdhunde vollbringen sportliche Höchstleistungen. Um am nächsten Tag wieder erholt und fit zu sein, bedarf es einer intensiven Pflege. Diese übernimmt Silvia, die Frau von Hermann Steck. Sie ist wohl die wichtigste Bezugsperson von Alto. Das ist nicht schön. Das ist Heilerdenloch, da gehen wir drauf, dein Füßchen. Ja? Das ist gut. Ja, gut, so. Er hat früher, als er jung war, immer am Fußgelenk weh gehabt. Ja, ja. Und dann habe ich angefangen, Heilerde drauf zu tun, wenn er zurückkommt von der Jagd. Und seitdem ist es viel besser. Aber du hast ja gesehen, er hat nicht rausgekommen aus dem Auto. Und das ist der Grund. Mhm. Dann hat er ein bisschen Hemmungen und will dann nicht rausgumpen. Ja, schon. Das Morgen ist das wieder. Das Morgen ist das wieder gut. Gell, bist du ja lieb. Ja, ja. Und er hat das nämlich gerne. Ja, er hat das so schön an. Er genießt das richtig, kannst du denken. Ja, ich dachte, wenn wir noch ein bisschen sprechen, gell. Ist nicht gern, gell. Weißt du schon. Ist gar nicht gern. Ist gut. Das ist da unten, drin hat er offen und dann brennt es noch. Da hat er offen. Jetzt ist gut. Ja, ist gut. Ja. We'll be right back.
Wenn man einen Laufhund anschafft, muss man sich bewusst sein, dass der sehr viel Zeit braucht, in Anspruch nimmt. Im Welpenkurs wurde der junge Alto in Appell und Gehorsam eingeführt. Dabei spielt die Belohnung eine entscheidende Rolle. Von Natur her hat er die Jagdpassion in sich drin. Und der ist nachher eine Aufgabe vom Jäger, von uns, um die zu fördern, weil wir eigentlich im Kanton Graubünden nur dürfen Hasen jagen. Und das braucht sehr viel Zeit, Geduld. Und so bringt man dann eigentlich den Hund her, sodass er meinetwegen Feldhasen und Schneehasen schlussendlich dann jagt. Wir sagen dem, der Hund ist dann hasenrein. Den habe ich gekauft mit 10 Wochen und hatte dann die Gelegenheit gehabt, um mit meinem Vorgänger, mit der Baske, hat er noch ein Jahr parallel auf die Jagd gehen und hat sehr viel von der Baske auch profitieren, indem wir dann natürlich die Baske als ausgebildeter Hund hat er noch sicher einmal der ein oder andere Hase auch gejagt und so haben wir ihm können das zeigen und was wir von ihm wollen. Nach dem Schnallen des Hundes heißt es, in kurzer Zeit bereit zu sein. Es kann sehr schnell gehen, bis der Hund den Hasen aufspürt und jagt. An diesem Tag aber nicht. Wie das GPS aufzeigt, war Alto lang und weit unterwegs. Ein erfolgreicher Jagdtag ist für mich, wenn der Hund Gelegenheit hat, zum Hasen aufstöbern, jagen und die Jagd, also sprich der Hase, auch sehen kann, wie er flüchtet und wenn man noch das Glück hat, dass man vielleicht den Hase erlegen kann, ist natürlich tipptopp, aber wichtig ist für mich einfach die Zusammenarbeit mit Jäger und Hund. Habe ich nichts gehört? Das ist nichts. 52 hat er angefangen. 53 ist der Gamsbock bei mir gekommen. Und eine halbe Minute später ist er. Schwieriger ist, als wenn ich allein jagen oder nur in einer Menschengruppe sozusagen, weil ich kann mit dem Hund nicht reden, ich kann mit dem Hund nicht etwas abmachen und sagen, jetzt machen wir so und so. Es ist viel schwieriger, es ist ganz eine andere Dimension wie mit nur Menschen. Das reizt extrem, aber das ist extrem schwierig. Jagen mit den Söhnen und jetzt mittlerweile auch mit dem Enkel, das bedeutet mir eben draussen sein, in der Natur, Familienpflege. Und das ist natürlich schon sehr schön, wenn man das so darf haben, zum die Jagd auszuüben. Alto ist schon lange unterwegs und steigt am Piz Chasinom immer höher. Sandro versucht, ihn mit Pfeifen zurückzulocken. Da über den Ekel, das ist die Zacke da, wo wir einen anderen Tag dort haben. Ja. Das ist er auch wieder raus. Da haben wir, da oben sind sie über den Ekel. Das war sie in der Altanz. Als alles nichts nützt, versucht er mit einem Schuss Alto zur Rückkehr zu bewegen. Alto leistete an diesem Tag Unglaubliches.
In 5,5 Stunden legte er 20 Kilometer und über 2500 Höhenmeter zurück. Der Schuss zeigte seine Wirkung. Aber wieder ein Tag ohne Jagderfolg. Es geht bei der Jagd auch ums Töten. Es ist so, das müssen wir gar nicht diskutieren, es ist ein Faktor. Ich habe mit dem irgendwie müssen lernen zu arbeiten. Ich habe jetzt ein paar Erfahrungen sammeln in diesem Gebiet. Es ist nicht einfacher, es ist mit sehr viel Ehrfurcht verbunden, es ist mit sehr viel Emotionalität verbunden. Ich habe ein Schäßchen vom Auto, ja, gell, ich habe eins. Ich habe ein Schäßchen vom Auto, du musst lecker, nicht rissen, ne? Du musst lecker. Ne? Ich habe ein Schäßchen vom Auto, ne? Du musst lecker.